Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Zwei der häufigsten Erkrankungen am Ellenbogen sind der Golfer- und der Tennisellenbogen. Sie gehören zu den sogenannten Insertionstendopathien oder auch Sehnenansatzerkrankungen. Warum? Weil es im Bereich der Sehnenansätze zu kleinen Einrissen, aber auch zu chronischen Entzündungen kommt. Dadurch verändert sich auch das Sehnengewebe. Beim Tennisellenbogen ist es insbesondere die Außenseite des Oberarms, wo die Strecksehnen ihren Ursprung nehmen. Schmerzen strahlen entsprechend in Richtung des Unterarms aus. Und beim Golferellenbogen ist es die Innenseite des Oberarms, wodurch die Schmerzen entlang der Beugesehnen zum Unterarm ausstrahlen. Ein ausgeglichenes Gleichgewicht und Dehnungsübungen sind entsprechend zur Prophylaxe wichtig. Wenn monotone Überlastungserscheinungen die Sehnen ständig reizen, dann kommt es hier zu Beschwerden. Es ist entsprechend nicht verwunderlich, dass 50% aller Tennisspieler an dieser Erkrankung leiden, aber auch Büroangestellte, die viel mit dem Computer arbeiten, oder Musiker wie Bauarbeiter können an dieser Erkrankung leiden. Was sie zur Prophylaxe am besten tun können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Als nächstes zur Prophylaxe des Tennis- und Golferellenbogens. Zwei Krankheitsbilder, die Sie bestimmt alle schon mal kennengelernt haben oder vielleicht auch schon mal selber im eigenen Körper spüren durften. Damit sowas erst gar nicht entsteht, zeigen wir Ihnen ein paar relativ einfache Übungen. Dazu zeige ich Ihnen zunächst die typischen Stellen, bei denen der Golfer- und Tennisellenbogen lokalisiert ist. Der Tennisellenbogen ist typischerweise im Verlauf der Handgelenksstrecksehne lokalisiert, die auf der Außenseite des Oberarms entspringen und über das Handgelenk bis zur Hand ziehen. Wenn wir die Handgelenk extendieren, also strecken, dann werden diese Muskeln in Spannung versetzt und das kann im Ursprungsbereich zu entzündlichen Veränderungen führen. Beim Golferellenbogen ist genau umgesetzt, eine Überbelastung der Beugesehne zu verzeichnen, die ihren Ursprung auf der Innenseite des Oberarms haben und explizit bei der Beugung des Handgelenks beansprucht werden. Entsprechend ist relativ einfach nachzuvollziehen, dass bei einer Überbelastung dieser Muskeln eine Dehnung relativ effizient durchgeführt werden kann. Sprich, beim Tennisellenbogen ist explizit die Überdehnung des Handgelenks in eine Beugung durchzuführen. Das können Sie zusätzlich verstärken, indem der Ellenbogen gestreckt wird und indem die Faust zusätzlich geschlossen wird. Sie merken in dem Fall einen richtigen Zug entlang der Streckmuskulatur. Wechselseitig ist für den Golferellenbogen eine Dehnung der Beugemuskulatur therapeutisch, aber auch prophylaktisch wichtig. In dem Fall wird das Handgelenk überstreckt und Sie merken einen relativ starken Zug entlang der Beugemuskulatur, wodurch auch entzündliche Veränderungen im Bereich des Oberarms verhindert werden. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch Übungen zeigen, die auch auf eine Kräftigung dieser Muskelgruppen abzielen. Wenn wir hier eine kleine Hantel nehmen, dann bewegen wir die Hand zunächst in die Position, dass die Handfläche nach oben zeigt. Dabei müssen wir jetzt zwei verschiedene Beübungs- und Belastungsrichtungen unterscheiden. Einerseits die sogenannte konzentrische Bewegung der Handgelenkstrecker, wenn wir vom Tennisellenbogen sprechen. Das heißt, das Handgelenk wird entgegen der Schwerkraft nach oben bewegt. Unter exzentrischer Bewegung verstehen wir dagegen, dass das überstreckte Handgelenk langsam nachgibt, entsprechend der Schwerkraft,
sodass wir am Ende die gebeugte Position erreichen. In diesem Fall werden am Schluss die Strecksehnen in eine gestreckte bzw. gedehnte Position übergeführt. Diese sogenannten exzentrischen Übungen sind wesentlich effektiver, wenn Sie sich in einer akuten Phase des Tennisellenbogens befinden. Das heißt, Sie können gerne auch die andere Hand zu Hilfe nehmen, richten das Handgelenk zunächst auf und lassen dann ganz langsam das Handgelenk nicht direkt nach unten fallen, aber zumindest ein kleines bisschen Zug ausüben, sodass die Handgelenkstrecker exzentrisch langsam gedehnt werden. Für den Golferellenbogen können Sie das wechselseitig durchführen. Das heißt, Sie helfen hier auch mit der wechselseitigen Hand, ziehen zunächst das Handgelenk nach oben und lassen dann ganz langsam das Handgelenk entsprechend der Schwerkraft nach unten fallen und können auf dem Weg die Beugemuskulatur sehr gut strecken und gleichzeitig die Muskulatur kräftigen. Zur Prophylaxe eines Tennis- und Golferellenbogens lassen sich diese Übungen mit einer Kurzhantel relativ einfach durchführen. Das Gewicht können Sie auch unterschiedlich wählen und probieren Sie es einfach mal, am besten bevor die ersten Beschwerden auftreten.